Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Runde der Biohacking Area. Jetzt haben wir zwei, man könnte fast sagen, Urgesteine, Gründer der DIY-Biologie. Ja, ihr seid schon immer dabei. Also als ich vor 3 Jahren angefangen habe, mich im Internet mal schlau zu machen, was dieses DIY-Biologie überhaupt ist, also da ging es bei mir los, man findet euch überall. Und man redet mit Leuten und überall fällt entweder Marc oder Urs Name. So froh, dass ihr heute da seid und uns erzählt, wie das alles zustande gekommen ist, was ihr gerade macht. Ihr seid ja wirklich in der ganzen Welt unterwegs. Und los ging's 2009 aus der Elektrotechnik, DIY-Elektrotechnik. Und wir bauen jetzt, das ist vorhin erzählt, ein bisschen Synthesizer-Musik. Und so geht's weiter. Wenn man als Maker einfach baut, sucht man sich immer neue Herausforderungen. Und ja, eigentlich, ihr seid wirklich gerade dabei, die ganze Biologie und auch die Automatisierung der Biologie auf den Kopf zu stellen mit richtig abgefahrenen Geräten. Genießt den Vortrag, viel Spaß und los geht's mit Urs. Ja, Urs und ich bin Marc, wir bezeichnen uns ja manchmal als pensionierte Biohacker. Ich will euch rasch erzählen, eben wie das überhaupt passiert ist und wie wir beide auch begonnen haben, diese Laborgeräte zu bauen. Das haben wir unter anderem auch im Rahmen von diesem Hacteria-Projekt oder sagen wir das Hacteria-Netzwerk gemacht. Wir beide haben uns kennengelernt mit der Schweizerischen Gesellschaft für Mechatronische Kunst. Das ist so ein Maker-Do-It-Yourself-Community in der Schweiz, vor allem in Zürich. Wir machen jeden Sommer so Sommerlager, wo wir löten und Synthesizer bauen und DIY-Festivals haben wir gemacht und so. Dort haben wir uns kennengelernt. Aber ich selbst habe ja mal auch Nanotechnologie und Biosensoren gebaut, bevor sie mich aus der Hochschule rausgeschmissen haben. Und habe dann aber gedacht, das ist irgendwie noch cool, dieses Do-it-yourself und dieses Bio-Nano-Zeugs. Lass uns doch das einfach mit den Studenten auch machen. Und ich habe dann immer mehr als Bildungsaktivitäten begonnen, Laborinstrumente selber zu bauen oder beziehungsweise den Studenten die Aufgabe zu geben, Laborinstrumente selber zu bauen. Meine Idee war aber, ganz einfaches Zeug zu bauen, aber dann mit dem Urs ist das irgendwo in eine Richtung gegangen, das kann er dann erzählen. Da komme ich her, das ist in Schaffhausen, das ist ein Fab Lab, das Fab Lab unteres Etzislo. Wir haben einen Laserpointer und ein Precision Milling, eine Kettensäge. Aber das Hacteria-Netzwerk, das hat sich aufgebaut, seit der Gründung sehr global. Die Mitgründer sind aus Indien und Indonesien. Einige unserer indonesischen Freunde sind auch hier, da drüben. Die machen Bier oder Reiswein oder andere Sachen, aber auch Synthesizer. Was uns zusammenbringt in diesem Netzwerk für Open Source Biological Art, ist vielleicht ein noch weiterer Begriff, was kann Do-it-yourself-Biologie sein. Wir haben seit dem Anfang mit Künstlern zusammengearbeitet mit Designern. Ich selbst komme auch eher aus dem Engineering und der Technik, aber ich finde dieses radikal transdisziplinäre etwas sehr Spannendes und ich glaube auch in dieser Idee hat sich das Netzwerk gebildet. Leute, die diese Idee, dass wir an sehr vielfältige Leute zusammenbringen und gemeinsam uns den Themen der Life Sciences, der Lebenswissenschaft und Biologie kümmern. Wir wollten eine Website aufbauen, wo alles draufsteht, was man wissen muss, um mit Biologie zu beginnen, als Hacker, Maker, Künstler, Freak. Das hat aber nicht so gut geklappt, weil wer will schon da auf einem Wiki was eintragen? Darum haben wir immer mehr auch Treffen organisiert, Workshops entwickelt und so weiter, um Leute damit auszurüsten, mit Open Hardware auch eigene Labore aufzubauen. Das ist die Website. Ein Treffen, das war vor 3 Jahren in Indonesien. Wir nennen das Hacteria Lab. Das sind 2-wöchige Hack-Camps, wo wir vielleicht mit 30, 40 Leuten zusammen an diesen Projekten arbeiten. Nicht ganz so viel Publikum wie hier, sondern dass man auch ein bisschen konzentriert arbeiten können. Irgendwo Hacteria hat sich zwischen Biokunst, zwischen diesen Synthetisch-Biologie-Themen, zwischen Hackerspaces und Rosenzüchtern und Käsemachen irgendwo dazwischen formiert. Deshalb ist es manchmal auch ein bisschen schwierig zu sagen, was wir genau machen. Die einzelnen Leute im Netzwerk machen alle ganz andere Sachen, sind auch noch in anderen Organisationen oder Initiativen engagiert und so weiter. Wie kann man Käse machen? Ja, anstatt immer mit dieser synthetischen Biologie und diesen Visionen mit Gentechnik die Welt zu retten, habe ich mich dann auch ein bisschen rückbesinnt und begonnen, Käse zu machen. Ich glaube, du hast das auch gegessen, oder?
Ich habe das dann noch abgeschabt. Also auch die Enzyme, ähnlich wie beim Cas9 im CRISPR von Käse, sind heavy patentiert seit den 80er Jahren. Das gehört den Holländern und den Dänen. Die werden halt auch gentechnisch hergestellt, diese Enzyme, um Käse zu machen, nur so nebenbei. Hacteria, Open Source Biological Art. Aber der zweite Untertitel ist Generic Laboratory Infrastructure, eben das Selbermachen von dieser Laborinfrastruktur. Gegründet haben wir uns in Spanien, als ich Musik gemacht habe, mit Yashas Shetty, ein Musiker und Pädagoge aus Indien, und Andy Gracie, der Kunstinstallationen gebaut hat, wo Maschinen, Roboter in gemeinsamen kybernetischen Symbiose mit Tieren, Reispflanzen oder Bakterien leben. Wir haben da ein bisschen Astrobiologie gemacht, wir haben da auch ein Buch geschrieben über synthetische Biologie für Künstler und Designer, das war 2009 an einem Kurs an der Hochschule in Bangalore. Was passiert, wenn man Künstler auf diese Biologie-Themen loslässt, überlasse ich euch. Von meiner Seite kam schon seit dem Anfang die Idee, dass wir unsere eigenen Laborgeräte bauen. Und ich habe begonnen mit einem Projekt, das heißt Do-It-Yourself-Mikroskop. Mit einer einfachen Webcam, die man für ein paar Dollar aus China bestellen kann, kann man sich ein Mikroskop bauen, das gut genug ist, um einzelne Zellen zu sehen, um die eigenen Blutzellen zu sehen und so weiter. Und da kam diese Idee, ich glaube, nicht nur, dass wir das Mikroskop haben, aber dass wir selbst uns ein Laborinstrument bauen, das hat etwas extrem Starkes drin. Vor allem auch im globalen Kontext, wo die Leute vielleicht weniger Geld haben oder auch einfach im Mindset, dass wir eine bestehende Technologie braucht, Consumer Electronics, und sie für einen anderen Nutzen einsetzen. Das ist so auch der Hacker-Spirit, den wir zelebrieren und auch versuchen, die jungen Leute dazu zu motivieren. Da kann man so Mikroskope bauen, man muss dann natürlich einen stabilen Aufbau haben, damit, ja, und diese kleinen Leute sind gut. Der Urs hat dann aber das gemacht. Und ich glaube, ich überlasse das Wort jetzt mal dir, oder? Ihr findet auf dem Wiki, auch auf der Frontseite, relativ viel Information. Die Idee war ja, dass das geteilt wird, Open Source ist. Dort findet ihr auch diese Talks, relativ schlecht dokumentierte Anleitungen, schöne Bilder und so weiter. Gut, an der Stelle. Ja, hallo zusammen. Ja, schöne Einleitung. Vielleicht kriegen wir noch Folien. Das Bild, was Marc eben gezeigt hat. Ja, das ist schon gut. Ja, das ist Gaudi Labs. Kleines Labor, was ich in Luzern betreibe, was Teil von dem Hacktier-Netzwerk ist. Das ist ja, der Herr Hobby-Elektroniker. Wie gesagt, wir sind eigentlich aus der Elektronik gekommen. Ich habe mir so vorgenommen, die Biologie auf der Straße zu lernen, also nicht irgendwie da ein Studium zu machen, sondern in der Zusammenarbeit mit den Leuten die Biologie machen, in dieser Interdisziplinarität das zu lernen. Und was der Unterschied ist bei dem Hobby-Elektroniker, man hat ja all die schönen Geräte, die heute sehr einfach zu erhalten sind. Ich weiß noch, vor 30 Jahren war es nicht mal so einfach, Datenblätter von Chip zu kriegen. Heute sieht man hier auf der Messe, ist alles wirklich einfach vorhanden. Es gibt da in der Elektronik so diese teuren Geräte, die man vielleicht auch in der Industrie braucht, aber dann gibt es eben auch diese 15 Euro oder 15 Franken Geräte. Und wenn man jetzt in die Biologie geht, dann sieht das, man kann eine Herdplatte und vielleicht ein paar Glas, eine Waage, eine Küchenwaage, aber sonst ist es eigentlich noch schwierig, weil wenn man jetzt mit DNA arbeiten will, oder dann kosten die Geräte meistens Tausende Franken aufwärts, weil das einfach der Markt ist, wo das drin ist. Und die Frage ist so, diese 15 Franken DNA-Kopiermaschine, gibt es die? Und ja, die gibt's. Also mindestens das OpenPCR war ein frühes Projekt so in der Do-It-Yourself-Biologie, wo jemand gesagt hat, diese Kopiermaschine für DNA, die möchten wir Open Source machen, weil das ist so ein bisschen auch eine Ikone von der biotechnischen Geräten. Und das gab's dann, gibt's als Kit, gibt's heute noch zu kaufen. Und man sieht, das ist vieles eigentlich aus dem Computer, also da ist ein PC-Power-Supply drin, da gibt es ein Arduino drin, und damit kann man eigentlich Geräte bauen, die man dann auch in der Mikrobiologie brauchen kann. Ich habe das ausprobiert, das Projekt ist Open Source, das nachzubauen, und also wirklich mit der Online-Dokumentation geht das Ganze zu bauen. Das
Heizelement kann man aus einem alten Kühlschrank nehmen, den PC-Lüfter, den findet man überall im Schrott, das Arduino kennt ihr alle. Und so hat das angefangen, dass wir gesagt haben, eigentlich mit Consumer-Elektronik, mit recycelten Geräten kann man sehr viel bauen. Und hier einfach eine kurze Übersicht so über Geräte, die gebaut wurden. Die habe nicht ich selber ausgedacht, sondern das ist einfach in dieser Hacktheria und DIY-Bio-Community entstanden. Das zum Beispiel Computer-Harddrive ist sehr praktisch, weil die ist sehr solide und sehr, dreht sehr schnell. Also damit kann man eine Zentrifuge bauen. Es genügt irgendein 3D-gedrucktes Halterung, wo man diese Flüssigkeitsfläschchen reintun kann und dann hat man eine schnell drehende Zentrifuge, die auch einigermaßen stabil ist. Kann auch so aussehen, das ist dann ein bisschen eine lasergecuttete Fablab-Version. Wie der Marc schon gesagt hat, aus Webcam, Mikroskop, oft in diesen Consumer Electronic, das ist ja zu Millionen hergestellt. Das heißt, die Technologie, die da drin ist, ist extrem weit entwickelt und diese Chips hier für die Computerkameras, je kleiner die sind, umso billiger und je kleiner, umso besser auch geht das für Mikroskope, weil man braucht weniger Optik, wenn der Sensor sehr klein ist. Also eigentlich die billigsten Webcams geben die besten Mikroskope. Da haben wir dann auch ein bisschen Laser gecuttet und das ist etwas, was Public Labs bekannt wurde dafür, mit einer Webcam und einer CD. Auf der, diese CD, die hat ja so diese Spektralfarben, kann man ein sehr schönes Spektrometer machen. Da gibt es eine Open-Source-Software, wo man sich selber mit ein paar Handgriffen eigentlich ein CD-ROM-Spektrometer bauen kann. Was kann man damit machen? Mit einem Motor und einem Schlauch, hat, glaube ich, der Marc mal angefangen. So einen Shaker, oft muss man in der Biologie Dinge schütteln oder rühren und dann genügt es, sich eigentlich den Motor zu nehmen, ein paar von diesen Schläuchen drauf und schon schüttelt da die Flüssigkeit. Das ist auch ein schöner Hack so ein bisschen, also oft ist ja auch die Frage dann, wie kann man mit möglichst wenig möglichst viel machen. Eine Glühlampe, ein IKEA-Thermometer, ich weiß nicht, der kostet, das ist wirklich so ein Standard-IKEA-Thermometer. Zusammen kann man da einen Inkubator machen, weil der Thermometer, der fängt an zu pfeifen ab einer gewissen Temperatur. Wenn die Temperatur darunter fällt, dann hört das Pfeifen wieder auf. Und wenn man jetzt ein Relais zusammen mit der Glühlampe in eine Styroporbox gibt, dann gibt es einen super Inkubator, wo man mit den Tasten die Temperatur einstellen kann. Man kann zwischen Grad Celsius und Fahrenheit umstellen und das Ganze kostet 10 Euro. Das ist auch ein schönes Projekt von Rüdiger Treuhock. Er hat dieses auch so ein bisschen eine Ikone von der Gentechnik, so ein Gene Gun, wo man mit Goldpartikeln modifizierte DNA in eine, zum Beispiel in eine Zitrone oder in eine Zwiebel reinschießt. Und er hat dann das aufgebaut, einfach mit einer Fahrradpumpe den Druck gemacht, vorne die Goldpartikel rein und so das in diese Zitrone oder in diese Zwiebel reingeschossen. Und das hat offenbar funktioniert. Später hat er gedacht, der Raumbläser ist noch einfacher, weil da ist alles schon ready-made. Man nimmt einfach einen Raumbläser, gibt diese Goldpartikel rein und knallt das auf die Früchte. Das ist dann eben, das ist so ein bisschen im Internet rumgegangen, auch das Bild. Eigentlich habe ich hier einfach im FabLab alles schön gelasert. Also man sieht da nochmal die gleichen Geräte, Zentrifuge, Mikroskop, dann auch solche Dinge sind sehr praktisch. Die kosten immer im Laborbedarf noch schnell mal 20, 50, 30 Franken oder Euro. Also das ist, wisst ihr alle, im FabLab schnell gefertigt. Wenn die ganzen Pläne online sind, ist das sehr praktisch und ja, da geht's noch weiter. Genau, Marc hat erwähnt, wir sind dann auch noch ein bisschen zu den weitergegangen, also zum Beispiel DVD, Laser, diese Laufwerke sind ja heute überall auch zu finden, weil die meisten Leute haben das nicht mehr im Computer, die findet man und da ist wirklich extrem viel Hightech drin. Also wir haben uns längere Zeit mit diesen Drives auch auseinandergesetzt, da kann man zum Beispiel einen kleinen Lasercutter machen mit den XY-Stage. Wir haben einen kleinen Bioprinter auch, wir haben es vorhin gehört, die Bioprinter kann man auch einfach eine kleine Spritze oben auf drauf montieren und damit kann man schon ein bisschen Bioprinting machen. Das ist ein Optical Tweezer, also mit dem Laser kann man eigentlich mit dem Laserlicht kann man einzelne Zellen packen und rumschieben und das ist so ein Gerät, was eigentlich einfach ein CD-Kopf hat mit einem starken Laser, oben wieder die Webcam als Mikroskop und damit kann man wirklich einzelne Zellen manipulieren. Es gibt dazu Videos online. Und auch das, wenn man das im Labor hat, 30.000, so ein Laser-Tweezer, die Geschichte vorhin, die kostet 50 Euro, vielleicht 80 Euro oder so, wenn man ein
neueres Projekt, DVD-Laserscanner, wieder mit demselben Kopf, weil der Kopf hat ja eine sehr gute Auflösung. Man sieht hier, das ist das eigentlich jetzt ein CD-Laufwerk oder ein DVD-Laufwerk, das eine CD scannt und das dann auf dem Computer visualisiert. Und das ist etwa auch die Größe von Bakterien. Also wenn man einzelne Bakterien sehen möchte, kann man das mit dem DVD-Laserscanner abscannen. Man könnte die dann auch noch bewegen oder irgendwie totschießen oder was. Das ist ein Projekt, was wir auch hier haben, der Open Job. Da geht es darum, Flüssigkeiten zu bewegen. Wir möchten eigentlich so ein kleines Labor machen, wo man Flüssigkeiten bewegt. Ich habe das vorhin in der Pause schnell laufen lassen. Oder kann man auch hier sehen. Ja. Gut, eben das meiste ist schlecht dokumentiert auf hacteria.org. Wir haben auch zum Teil GitHub und verschiedene, also wir streuen das ziemlich breit in dem Netzwerk, aber es gibt überall Leute und Ressourcen, wo man die Hintergründe finden kann. Also grundsätzlich ist das alles offen und verfügbar. Gusch. Ja, das ist Gathering for Open Source Scientific Hardware, Science Hardware, das ist eine Initiative, die wir mitgegründet haben vor einem Jahr. Da geht es darum, auch in der Wissenschaft diese Geräte mehr offen zu machen, weil oft sind in den Forschungen kompliziertere Geräte, kompliziertere Aufbauten und während dann die Resultate und die Publikationen vor allem über die Resultate sprechen, ist oft nicht dokumentiert, wie das Ganze gebaut wurde. Also haben wir gesagt, wir machen ein Gathering auch für Wissenschaftler und für Leute, die gerne zu Hause Wissenschaft betreiben, um das mehr zu fördern, dass die Wissenschaftshardware auch Open Source wird. Da hatten wir ein Meeting in der Schweiz mit etwa 50 Leuten. Jetzt dieses Jahr war das in Chile mit 80 Leuten. Also das ist eine gewisse Bewegung da zu sehen, dass man nebst den Daten und den Publikationen auch die ganze Hardware offen macht. Das ist zum Beispiel eine kleine Waage, mit der man fast atomare Gewichte messen kann. Also das ist ein Piezo, ist eigentlich einfach ein Kristall, der schwingt. Und da ist ein kleines Arduino drin, so ein Arduino Micro. Und damit kann man die Schwingung des Kristalls messen. Und wenn sich da Atome oder Moleküle drauf absetzen, ändert sich die Frequenz. Und das ist auch alles voll Open Source mit den ganzen 3D-Druckplänen der Schaltung. Und das ist eigentlich sehr schön, wenn man Zugang hat zu so etwas. Gut, ja. Wolltest du den Film noch zeigen? Ich tue da nochmal. Für die Leute, die im Raum, die mich kennen, ich habe ja gern das letzte Wort. Wenn jemand etwas nach vorne schreien will, ihr seid willkommen. Unsere offiziellen Folien sind ein bisschen fertig. Wie kann ich da auf Vollbild gehen? Was? Steuerung und L. Steuerung. Das heißt Zittrl. Strick. Was ich mit Urs viel diskutiere, er hat jetzt einige dieser Bilder gezeigt, mit diesen Kits, im FabLab hergestellte kleine Kisten. Sie sind jetzt keine schwarzen Kisten, sind weiße Kisten. Man redet ja viel auch von der Blackbox. Ich habe das vorher ganz rasch gezeigt. Also, diese Blackboxes, da weiß man nicht, was drinsteckt. Man redet auch immer, ja, das ist so kreativ, we have to think outside of the box. Das sagt man ja immer. Was ich häufig finde, diese Kreativworkshops sind ja schon lässig und man kann auch was löten, man wird aber nicht wirklich kreativ dabei. Was ich finde, auch um diese Hacker-Mentalität ein bisschen hier zu erklären, diese Blackboxes, die wissenschaftlichen Geräte, die kann man auch aufmachen. Und wenn man irgendwie Thinking Outside of the Box machen will, soll man auch mal in die Box reinschauen, was ist denn da drin und nicht einfach Post-its hinkleben den ganzen Tag, um die Welt zu retten. Das hat eigentlich auch angefangen mit der Idee, das Arduino war ja so erfolgreich, können wir irgendwie so Laborgeräte mit dem Arduino bauen? Ich habe da mal ein Schild gemacht, da war gar nichts drauf. Musste man sich selbst was bauen. Also anders als diese Kids, die dann etwas machen konnten, habe ich als Pädagoge häufig versucht, einer dieser kreativen Methoden zu macht euer eigenes experimentelles wissenschaftliches Setup auf einem Arduino, indem ich ihnen nichts gebe, außer ein Schild, der nichts drauf hat. Dann kann man mit Lasern und Lichtsensoren die Absorption vom Licht messen, um die Partikel, die Schwebeteilchen zu messen in einer Flüssigkeit, zum Beispiel. Das haben wir auch weiterentwickelt, auf dem Breadboard ein einfaches wissenschaftliches Experiment aufzubauen. Und dann, ja, wenn da die Sonne reinscheint, natürlich dieser Sensor misst
dass das die Studenten dann auch selber lehren, was heißt das Kalibration, was heißt das reproduzierbare Messungen zu machen und so weiter. Aber anstatt ihnen ein Kit zu verkaufen mit großen Versprechen, lieber denen nichts geben und sie zum Denken bringen. Das haben wir aber weiterentwickelt, auch als Kit, das kann man irgendwie im FabLab rauslassen. Gibt es auch andere, die da so Kolorimeter und Spektrometer bauen. Alles, was diese Geräte machen, ist Lichtabsorption messen durch eine Probe. Das ist trivial eigentlich, aber trotzdem wird es häufig auch von Biologen nicht verstanden, was in diesen Kissen ist, wenn man den Kopf drückt. Da gibt es auch eine andere Website, die ich gerne erwähne, das ist auf apropedia.org, das ist auch ein Wiki, wo ganz viel zu diesem Thema Open Source Laboratory steht. Schaut euch das an. Das ist so dieser Wiki. Inkubatoren haben wir erzählt. Warum bin ich auch noch hier? Als letztes Wort, ich habe erzählt, dass wir Hacteria in Indien und Indonesien mitgegründet haben. Aus der Schweiz gesehen sehen gewisse Themen so und so aus, auch hier. Ich habe morgen nochmal einen Vortrag, wo wir über Kokosnüsse sprechen. Ich lade euch ein, das ist auch so um diese Zeit. Diese Reisen, auch diese Projekte in Indien auszuprobieren, hat beide unsere Arbeiten stark mitgeprägt. Aber damit will ich eigentlich abschließen. Oder nicht? Ich habe da noch ein, zwei Bilder. Wir haben ja einen Inkubator gebaut. Was hast du gesagt? Kann man für 10 Euro im IKEA kaufen, so einen Temperaturregler. Im einfachen Elektronik-Hobbyladen in Indonesien findet man einen Eierausbrüter. Der kostet aber nur 5 Euro. Das ist auch ein lokaler Ingenieur, der hat ein kleines Produkt, dieses kleine schwarze Kistchen, ein Thermometer und das steuert mit dem Relais eine Glühbirne an. Also das, was wir hier, wow, super low cost, nur 10 Euro aus der IKEA, kriegt man schon im ganz normalen Bastelhandel in Indonesien gekauft. Das ist Akbar, mit dem haben wir auch schon seit Jahren zusammen. Der hat dann diese Instrumente auch an der besten Universität Südostasiens eingebaut. Also das ist so ein bisschen besser als die TUM. Aber die Themen, die Leute dort interessiert haben, waren einfache Themen wie Temperatur messen für die Experimente. Einfach, dass ich weiß, bei welcher Temperatur war das über Nacht. Weil vielleicht hat es ja einen Stromausfall. Und als Wissenschaftler ist es nicht so wichtig, immer zu kontrollieren. Wichtig ist, dass man es weiß. Dass, okay, dieses Experiment hat vielleicht falsche Daten, weil es einen Stromausfall gehabt hat über Nacht und solche Sachen. Und das hat uns auch stark mitgeprägt. Diese Anwendungen, nicht nur diese Gentechnik, sondern einfache Temperaturmessungen und andere Sachen zu machen. Und so weiter, das habe ich euch schon gezählt. Das haben wir jetzt ein bisschen überlagernd und so. Ja. Ich glaube, damit wollen wir abschließen. Er zeigt noch kurz diesen Video. Wer will eine Frage stellen? Vom Open Drop. Also von diesen einfachsten Spielereien mit Kokosnüssen sind auch relativ weit entwickelte Laborautomationsgeräte rausgekommen, die dann doch ein bisschen mehr Arbeit brauchen. Ja, das ist der Open Drop, was ich erwähnt habe. Das ist so eine Technologie, Electrowetting heißt das, wo man Wassertropfen auf elektrischen Feldern bewegen kann. Und da haben wir so ein kleines, das ist jetzt nur ein Video, aber es steht da hinten, haben wir ein kleines Gerät gebaut, wo man dann Flüssigkeiten bewegen kann. Mit dem Ziel, irgendwann nicht mehr pipettieren zu müssen in der Biobiologie oder nicht mehr diese Pipettierroboter zu haben, sondern dass die Flüssigkeiten halt dann einfach selber von alleine rumfahren. Und das ist auch ein Projekt, was wir denken, was schon in das Forschungsbereich reingeht. Obwohl das alles auf quasi Do-it-yourself-Ebene entstanden ist, kriegen wir da viele Anfragen von Universitäten und wir suchen auch diese Zusammenarbeit, also zwischen der unabhängigen DIY-Biologie und den etablierten Institutionen. Und das ist ein Projekt, was da schön funktioniert hat bis jetzt.